Ja, und damit herzlich willkommen zur 39. Folge von Mike Spiegelt Schrägstrich spielt Politik. Und heute habe ich die Themen für euch vorbereitet. Der Eklat innerhalb der CDU/CSU, welchen Entgleisung des neuen Chefs der Jungen Union gab es dort und warum ist das in meinen Augen kein Einzelfall? Dann möchte ich mich mit Artikel 13 befassen. Welche Reaktionen gab es dort seitens der Demonstrierenden auf die Entscheidung des Europaparlaments und warum haben meiner Meinung nach beide Seiten, sowohl die Demonstranten als auch Politiker, dort Grenzen überschritten? Und zu guter Letzt möchte ich mich dann nochmal um ein sehr sensibles Thema kümmern, nämlich psychische Erkrankungen. Welche Petition gab es dort und warum hat es in meinen Augen durchaus Vorbildcharakter? Und für den Fall, dass ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da. Das würde mich persönlich sehr freuen. Darüber hinaus hat das natürlich auch für euch Vorteile. Ihr bleibt immer up to date, was News aus Politik, Wirtschaft und Sozialem angeht. Darüber hinaus lohnt sich das Kommentieren, denn so habt ihr die Möglichkeit, den Kanal aktiv mitzugestalten, indem ihr mir nämlich eure Wünsche, Ideen, Vorschläge für kommende Themen in die Kommentare schreibt. Und ich das dann in einem der nächsten Videos aufgreifen werde. Darüber hinaus könnt ihr euch natürlich auch gerne mit eurer Meinung zu Wort melden und dort eure Meinung mal kundtun, was ihr zu den jeweiligen Themen haltet oder ob ihr meiner Meinung seid, ob ihr da anderer Meinung seid. Das würde mich wie gesagt sehr freuen und denke, lohnt sich in jedem Fall zu kommentieren. Gut, dann würde ich sagen, soweit der Vorrede und Video. Ab dafür. Damit zu Artikel 13 und den Demonstranten oder wie ich es genannt habe, Neuland für die CDU/CSU, junge Demonstranten und die Reaktion auf die Proteste. Und zwar haben vergangene Woche schätzungsweise mehr als 100.000 Menschen in verschiedenen Städten in Deutschland demonstriert gegen diesen Artikel 13, unter anderem in Berlin, München oder auch Köln. Wie gesagt, das waren nur einige Beispiele. Und jetzt, wie ihr sicher mitbekommen habt, hat das Europaparlament den umstrittenen Artikel verabschiedet. Und zwar auch recht deutlich. Dieser Artikel 13, der in der Endfassung Artikel 17 geworden ist, wurde mit 348 Ja zu 274 Nein-Stimmen verabschiedet. Und auch eine Initiative einer Politikerin, nachdem man möglicherweise über jeden Inhalt nochmal separat hätte abstimmen können müssen, wurde im Vorfeld klar abgelehnt. Nach dem Bekanntwerden dieser Verabschiedung fanden sich in Deutschland zahlreiche Proteste, jetzt eher in Bezug auf die Anzahl der Demonstrationen an sich als auf die tatsächliche Größe bezogen, denn das waren meistens so 100 bis 150 Menschen. Unter anderem in Leipzig, die sich dazu spontan Demos zusammengeschlossen hatten. Vielen gilt insbesondere der Politiker Axel Voss als rotes Tuch, der dort natürlich auch mit seinem Auftreten und seinen Äußerungen durchaus polarisiert hat. Im Folgenden habe ich euch nochmal ein Zitat des CDU-Politikers mitgebracht, der nebenbei auch Verhandlungsführer in dieser Sache war und diese Urheberrechtsreform maßgeblich vorangetrieben hat. Er sagt, mir scheint, viele betrachten die Möglichkeiten des Digitalen als Lebensinhalt. Nun könnte man meinen, okay, das ist jetzt eine Sache dieses einzelnen CDU-Politikers, haben wir zum Beispiel bei Jens Spahn ja auch, dass der nicht so ganz weiß, was er so tut. Aber dem ist nicht so. Denn schauen wir uns den Politiker Daniel Kaspari an, ebenfalls von der CDU. Dieser hat tatsächlich den Satz gedroppt, die Demonstranten gegen Artikel 13 wären zum Teil gekauft gewesen. Das seien von Internetkonzernen angeheuerte Menschen gewesen, die dort auftreten, um gegen die Urheberrechtsreform zu demonstrieren und dafür noch ein nettes Sümmchen kassieren würden. Komme ich auch schon zu meiner Meinung. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Reaktion bzw. dieses Verhalten zeigt eigentlich, wie weit sich die CDU/CSU mittlerweile von den Menschen, von den Wählern entfernt hat. Denn, man muss sich mal vergegenwärtigen,
Menschen, die ihr Recht wahrnehmen, ihr demokratisches Recht zu demonstrieren, ihre Meinung kundzutun, dort dermaßen zu verunglimpfen, dass man sagt, das ist jetzt nicht gerade das, was ich mir vorstelle, also das können gar keine Demonstranten sein, die müssen gekauft sein. Das ist doch absolut asozial, finde ich. Also sollte man doch froh sein, dass gerade junge Menschen, denen ja häufig Politikverdrossenheit attestiert wird, dort sich für eine Sache begeistern und dort ihre demokratischen Rechte wahrnehmen. Stattdessen trifft man dann auf sie ein. Und das zeigt einmal mehr, dass man dort eigentlich nur die Bürgerbeteiligung insofern möchte, als dass sie einem selber nützlich ist. Darüber hinaus hat man auch keinerlei Anstalten gemacht, dort irgendwo ein offenes Ohr für die Sorgen zu haben. Und dort mal zu sagen, okay, hey, das könnte durchaus ein Problem sein und da nehmen wir uns der Sache an. Sondern man hat das Ganze immer abgetan als, ihr versteht es bloß nicht. Ihr müsst euch nur mal richtig informieren, dann wird das auch. Und das finde ich schon mal äußerst zweifelhaft, wenn man so die Menschen dann behandelt, dass man dann nach dem Motto, ja, ihr habt da sowieso keine Ahnung. Das, ja, letzten Endes sorgen die dafür, dass die Politiker wie Axel Voss überhaupt erst in diese Position kommen. Das sollte man halt im Moment bedenken. Was mir aber auch noch wichtig ist zu sagen, es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass man diesen Menschen Morddrohungen zusendet oder Gewalt androht. Das geht absolut nicht. Egal, ob ich jetzt diese Person scheiße finde, ob ich sie gut finde, ob ich die Meinung total irrational finde oder nicht, das rechtfertigt trotzdem nicht, dass man da sagt, ich bringe dich um, wenn du das jetzt weiter durchziehst. Denn eins sollte man durchaus berücksichtigen, dass nämlich das Ganze sich irgendwo in der Balance hält. Sowohl was die Politiker angeht, die sollten sich ebenso daran halten, dass sie nicht die Grenze überschreiten, als auch aber diejenigen, die demonstrieren. Denn so macht ihr, beziehungsweise macht die ihr Vorhaben kaputt mit solchen Dingen. Zu guter Letzt mal noch die Frage in den Raum gestellt, haben Petitionen und Demos noch einen Sinn? Ich meine, wir reden hier von einer Petition, die größte in Europa war. Wir reden von Hunderttausenden Demonstranten allein in Deutschland und zahlreichen Initiativen, die letzten Endes ins Leere gelaufen sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, es gibt ja diesen Hashtag nie mehr CDU. Ich möchte das Ganze ausweiten. Nie mehr GroKo. Denn man darf immer nicht vergessen, die CDU/CSU ist sogar klar, die ist federführend. Das darf man auch nicht kleinreden, das ist so. Aber die SPD trägt das alles geräuschlos mit. Gerade die Justizministerin Barley hätte ein Vetorecht und nimmt es nicht wahr. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ich kann leider nichts machen, das ist eigentlich gelogen und das ist falsch. Insofern nie mehr GroKo sollte die Devise lauten. An euch die Frage weitergegeben, haben Petitionen sowie Demonstrationen aus eurer Sicht gesehen einen Sinn noch oder meint ihr, so richtig kann man da schon ins Zweifeln geraten, ob das Ganze überhaupt noch handfest ist, wenn die Politiker dann doch nicht darauf eingehen, beziehungsweise dort nicht wirklich, ja, die ganze Sache ernst nehmen. Ich bin gespannt auf eure Diskussion zu diesem Thema. Damit zur Äußerung des Chefs der Jungen Union und der Frage, war das eine Entgleisung oder was ist da passiert? Und zwar hat der erst jüngst gewählte Vorsitzende Tilman Kuban dort in einem Interview mit der Welt beklagt, dass es in der CDU/CSU eine Art Gleichschaltung gibt. Und ich habe euch im Folgenden eine Passage mitgebracht, in der auch dieser Begriff nochmal fällt, um das Ganze nochmal einzuordnen. Und zwar sagt er, in den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohl gefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben. Nun könnte man sich natürlich die Frage stellen, gut, wie soll das Ganze überwunden werden? Was regt er da an? Was sollte denn besser gemacht werden? Und zwar regt er an, zum einen Persönlichkeiten zu favorisieren, die auch ihre Meinung äußern dürfen. Darüber hinaus soll es auch Parteiflügel geben, die untereinander auch eine Debatte, auch eine streitbare Debatte führen dürfen.
Es kommt recht schnell Kritik auf, so zum Beispiel von der stellvertretenden CDU-Chefin sowie Agrarministerin Julia Klöckner, die dort gesagt hat, wir sind eine Volkspartei, wir haben dort einen Meinungspluralismus und wir sind weit, weit davon entfernt, eine Art Gleichschaltung zu erleben, wie sie beispielsweise in Diktatoren irgendwo zu Buche stellt. Mittlerweile hat sich auch der Chef der Jungen Union Kuban selbst von seiner Äußerung distanziert und meint nun, der Begriff Gleichschaltung sei absolut daneben gewesen. Grundsätzlich sei aber eine Meinungsvielfalt innerhalb einer Volkspartei absolut überlebensnotwendig. Komme ich auch schon zu meiner Wertung. Zunächst mal eine kurze Erklärung vorweg. Was ist eigentlich der Streitpunkt bei dem Begriff Gleichschaltung? Es geht maßgeblich darauf zurück, dass der Begriff auf den Nationalsozialismus zurückgeht und dort wirklich eine komplette hierarchische Struktur meint, in der in diesem Falle die Führungsspitze, der Führer selbst, dort das Kommando gegeben hat und alle anderen dem zu folgen hatten. Und deswegen ist dieser Begriff zumindest ein bisschen unglücklich gewählt, es sei denn, man unterstellt dem Herrn Kuban, dass er durchaus gewusst hat, was man mit dem Begriff assoziieren kann, was man ja nicht ganz vergessen darf, weil ist ja nicht gerade ein unbekannter Mann. Aber, und das möchte ich auch nochmal fragen, ist das wirklich falsch? Denn wenn man sich so gewisse Entscheidungen versinnbildlicht, Artikel 13, Dieselskandal oder auch der Umgang mit Herrn Maaßen im Verfassungsschutz, dann zeigt es doch eigentlich, dass der Meinungspluralismus innerhalb der Union nur so weit geht, wie die Anzahl der Lobbyverbände, die dort aktiv sind, und nicht unbedingt der unterschiedlichen Persönlichkeiten, die dort zu Buche stehen. Denn wenn wir uns zum Beispiel auch mal die Personalien anschauen, im Falle von Herrn Kuban beispielsweise, der ein vehementer Verfechter gegen den Mindestlohn ist, der sagt also, wenn es nach mir ginge, müsste man den Quatsch sowieso in die Tonne werfen. Oder auch Jens Spahn, meinen erklärten Lieblingsgegner, der dort ja jedes Mal mich überrascht mit neuen Tiefpunkten an Genialität. Dann frage ich mich, ob da nicht wirklich eigentlich die einzige Meinungsvielfalt in der Anzahl der Lobbyverbände besteht, die dort in der Union aktiv wird. Zu guter Letzt möchte ich auch nochmal sagen, freie Debatte. Da habe ich so meine Zweifel, ob das wirklich bei der Union zutrifft. Aber nicht nur bei der Union, ich kenne sie selber aus eigener Erfahrung, beispielsweise SPD. Dort wird einfache Kritik zu Fundamentalkritik umgebaut. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ihr habt den Begriff Gleichberechtigung. So, und du sagst, okay, was versteht ihr unter Gleichberechtigung? Wie soll das genau aussehen? Dann wird man schon angegangen und dann wird auf einen eingedroschen, man würde die Partei kaputt reden und was fällt einem denn ein, solch dreiste Fragen zu stellen. Das ist wirklich, also ja, ich selber bin nur erschüttert darüber, wie man solche dreisten Fragen stellen kann und überhaupt ja, solche Definitionen fordern kann. Aber das ist durchaus real. Was meint ihr zu diesem doch recht fragwürdigen Äußerungen des Herrn Kuban? Ist das Ganze vertretbar? Oder meint ihr, ja, der Begriff ist unglücklich gewählt, aber innerhalb der Union, wie auch anderen Parteien, gibt es eigentlich keinen Meinungspluralismus mehr, sondern das Ganze ist mehr oder weniger vorgegeben. Ich bin sehr gespannt auf eure Diskussion zu diesem Thema. Zum Abschluss zu einer Petition mit Vorbildcharakter, wie ich es genannt habe, oder Let's Talk About Depression. Und zwar hat nun der 18-jährige Abiturient aus Bayern, Alexander Spöri, mit Gleichaltrigen eine Petition initiiert, die das Ziel hat, dort Depressionen sowie andere psychische Erkrankungen in den Lehrplan zu integrieren. Das heißt beispielsweise in Biologie sich anzuschauen, welche Stoffwechselprozesse gehen zum Beispiel mit medikamentöser Behandlung einher, aber auch mit gewissen Erkrankungsmustern, in Deutsch oder Ethik auch gewisse Schriftstücke mal zu analysieren, anzuschauen, Gedichte, Texte etc.
Das Ziel ist es, mehr Aufklärung an den Schulen zu leisten und auch so ein bisschen das Stigma, was momentan vorhanden ist, zu beseitigen. Darüber hinaus mahnt er an, ist es notwendig, dass die Lehrer fortgebildet werden. Das heißt, dort viele Lehrer momentan noch sehr überfordert sind, was diese Thematik angeht. Darüber hinaus aber auch Schulpsychologen notwendig sind, die an den Schulen aktiv sind. Das heißt, dass nicht nur Schulsozialarbeiter dort zu Buche stehen, sondern auch wirklich Menschen, die diese Fachkenntnisse haben und dieses Fingerspitzengefühl, was in diesem Falle ja sehr notwendig ist. Im Folgenden habe ich euch ein Zitat von Alexander Spöri mitgebracht, was er im Zusammenhang mit einem Interview in der Weiß geäußert hat. Und er sagt, viele depressive Jugendliche wissen gar nicht, dass dort Personen sind, mit denen sie reden können. Die Leute müssen wissen, was mit ihnen los ist und dass es nicht schlimm ist, sich Hilfe zu suchen. Komme ich auch schon zu meinem abschließenden Statement. Zunächst muss ich sagen, das Ganze ist wirklich mit Vorbildcharakter. Das finde ich auch sehr gut, sehr wichtig, dass das Thema endlich mal angesprochen wird und dass das Thema auch entstigmatisiert wird. Insofern finde ich das schon mal eine super Sache, weil es ist halt nun mal immer noch ein riesen Tabuthema. Und es macht eigentlich für die Betroffenen das Ganze eigentlich nur noch schlimmer, weil man immer den Eindruck bekommt, es redet keiner drüber, also hat es keiner. Und das ist eigentlich falsch, weil viele Betroffene haben das. Und es ist auch so, dass die Zahlen derjenigen, die sich behandeln lassen, hier stetig nach oben geht. Was natürlich auch eine positive Seite hat, denn es zeigt, dass auch mehr Menschen sich trauen, sich Hilfe zu suchen und dort sich entsprechend zu öffnen. Für den Fall, dass ihr sagt, das Thema ist eine wichtige Sache und ihr findet das gut und wollt die Petition unterstützen, dann habe ich euch den Link dazu oben in die Videobeschreibung gepackt und dort könnt ihr dann die Petition unterzeichnen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen, deswegen nehme ich auch die Brille mal ab, ihr seid nicht alleine mit psychischen Erkrankungen und es ist wichtig, darüber zu reden. Klar, man fühlt sich immer so, als wäre man alleine, als wäre man der einzige Mensch, den sowas betrifft. Aber es ist eben wichtig, darüber zu reden und sich jemandem anzuvertrauen. Und es ist keine Schwäche, sich das einzugestehen, dass man dort Hilfe braucht. Im Gegenteil, es ist eigentlich noch eine Stärke, weil ihr tut einen Schritt, der für andere noch weit weg liegt. Womit ich nicht sagen will, dass die anderen ja, sich deswegen Sorgen machen müssen. Aber dieser Schritt, sich Hilfe zu suchen und dementsprechend dann sich das erstmal einzugestehen, dass man ein Problem hat, das man nicht alleine lösen kann, das ist eigentlich schon ein Riesenschritt, der viel Mut verlangt. Dennoch möchte ich auch nochmal fragen, ist denn eine Petition wirklich der richtige Weg dazu? Denn, wie man nicht zuletzt in Artikel 13 gesehen hat, kann eine Petition natürlich nur bedingt helfen. Denn das zwingt die Leute nur, sich mit einem gewissen Thema auseinanderzusetzen, nicht aber das tatsächlich umzusetzen. Meine Idee wäre dahingehend wirklich, dass man dort ein Gesprächsformat initiiert, wo man dann auch wirklich mit ehemaligen Betroffenen von Erkrankungen ins Gespräch kommt, so ein bisschen drüber reden kann, was hat dir geholfen, wie ging es dir damals und wie war das eigentlich? Und das wäre eigentlich in meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, um diese Schweigemauer zu durchbrechen und dort wirklich auch für eine Entstigmatisierung zu sorgen. Zu guter Letzt möchte ich auch noch sagen, ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass die Schulen sich mit sowas extrem schwer tun. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich eine Schule hatte, die mich da auch bei meinem Neustart dann sehr, sehr unterstützt hat. Aber ich weiß natürlich, dass es auch sehr, sehr schwer ist, gerade vielleicht noch in eher konservativen geprägten Regionen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn das jetzt in Bayern funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ebenso auf andere Bundesländer funktionieren könnte. Mich würde interessieren, was haltet ihr von dieser Petition? Ein richtiger Schritt oder müsste da doch noch was anderes gemacht werden? Ich bin sehr gespannt auf eure Anregungen dazu. Würde damit sagen, bin ich auch schon wieder raus für diese Woche. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann in der Folgewoche wieder zur nächsten Folge von Mike spiegelt/spielt Politik. Bis dahin, macht's gut.